Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat als Thema der heutigen Kabinettssitzung mitgeteilt: Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Sachverständigenkommission für den zweiten Engagementbericht Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement, der Beitrag des Engagements zur lokalen Entwicklung. Hierzu erhält unseren Regeln folgend zunächst die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Gelegenheit für einen einführenden fünfminütigen Bericht. Frau Schwesig, Sie haben das Wort. Und wer dazu schon jetzt weiß, dass er dazu sicher Nachfragen hat, kann das ja vielleicht hier schon mal zur Sortierung der Wortmeldungen anmerken. Bitte schön, Frau Schwesig. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag den zweiten Engagementbericht vor. Wir hatten diesen Engagementbericht heute im Bundeskabinett und er umfasst den Bericht der Sachverständigenkommission und die Stellungnahme der Bundesregierung, die durch mein Ressort federführend erstellt wurde. Sie erinnern sich alle, dass mit Beschluss vom Deutschen Bundestag 2009 entschieden wurde, dass wir eben in jeder Legislatur einen Engagementbericht machen. Das ist Zeichen und Wertschätzung des Deutschen Bundestages für das Ehrenamt. Und in diesem Jahr hatten wir den Schwerpunkt, wie wirkt das Ehrenamt vor allem in Bezug auf demografischen Wandel, aber auch auf lokale Situationen. Wir reden und lesen oft darüber, was unser Land bedroht und spaltet. Die internationalen Entwicklungen machen uns Sorge. Das Thema Flucht wird sehr kontrovers in Deutschland diskutiert. Wir haben mit Extremismus im Land zu tun, mit Islamismus bis hin zu Gewalt. Wir diskutieren über die Gegensätze zwischen armen und reichen Regionen und auch über den demografischen Wandel. Der zweite Engagementbericht verschließt vor all diesen Fragen nicht die Augen, aber er macht vor allem deutlich, wie stark die Kräfte sind, die unser Land zusammenhalten und stärken. Und ich glaube, das ist das Entscheidende des Engagementberichtes, worauf wir auch aufbauen sollten. Wir sollten vor allem in den Fokus rücken, das, was das Land zusammenhält und stärkt. Und das ist das ehrenamtliche Engagement. 80% des Engagements in Deutschland findet auf lokaler Ebene statt. Und damit ist schon die Frage beantwortet, wie sich Engagement lokal auswirkt. Ehrlich gesagt, ohne bürgerschaftliches Engagement kein gesellschaftliches Leben in unseren Dörfern und Städten. Die Kommission hat mit Verantwortlichen, Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel in Frankfurt am Main, aber auch in Berlin-Friedrichshagen oder in Leutz in Mecklenburg-Vorpommern diskutiert. Sie haben damit die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und auch Kulturen des Ehrenamtes kennengelernt. Aber überall haben sie Menschen gefunden, die einen hohen Gestaltungswillen haben, weil es ihnen am Herzen liegt, was in ihrer Gemeinde, in ihrem Dorf, in ihrer Stadt passiert. Das hält unser Land ganz konkret vor Ort zusammen. Der zweite Engagementbericht liefert wertvolle Informationen über Strukturmerkmale der Region. Der demografische Wandel wirkt sich logischerweise anders aus in der ländlichen Region in Vorpommern als vielleicht in Oberbayern oder in Großstädten. Bürgerschaftliches Engagement kann helfen, diesen Wandel so zu gestalten, dass die Lebensqualität und die Daseinsvorsorge erhalten bleibt. In vielen Regionen unseres Landes fördern Kommunen das bürgerschaftliche Engagement deshalb auch ganz gezielt. Für die ältere Generation wird zum Beispiel ein Bürgerbus für Fahrten zum nächsten Arzt oder Einkauf organisiert. Eine solche Kommune habe ich zum Beispiel im letzten Jahr mit dem Deutschen Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Dort ist mit bürgerschaftlichem Engagement gelungen, einen ganzen Ort, aus dem viele Menschen weggezogen sind, wieder zu neuem Leben zu erwecken. Und ich bin überzeugt, dass das auch in anderen Regionen gelingen kann. Die Bundesregierung sieht sich mit dem Bericht in ihrer Engagementpolitik gestärkt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Wir wollen vor allem die Menschen einbringen, die unser Land zusammenhalten wollen, die das, was eigentlich am wertvollsten im Leben ist, die eigene Zeit geben für andere Menschen, die den Gedanken der Solidarität nach vorne bringen, anstatt des Gegeneinanders, die den Gedanken des Zusammenhaltes nach vorne bringen, anstatt den Gedanken des Gegeneinanders und die vor allem den Gedanken des Optimismus und der Zuversicht nach vorne bringen, anstatt der Angstmache und der Spaltung. Wir wollen die Menschen unterstützen, die sich dafür stark machen. Und dabei arbeiten wir auf Augenhöhe mit der Zivilgesellschaft zusammen. Wir unterstützen auch ganz konkret das Engagement vor Ort.
die lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz. Die Mehrgenerationenhäuser sind zum Beispiel wichtige Anlaufstellen für bürgerschaftliches Engagement in den Kommunen. Besonders wichtig ist das Engagement von Initiativen und Vereinen, die sich vor allem für Demokratie einsetzen und gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Extremismus. Dazu haben wir das Bundesprogramm Demokratie leben aufgelegt, das die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen vor Ort verlässlich unterstützt. Wir wollen wegkommen von der zeitlich befristeten Projektitis hin zu sicheren Strukturförderungen. Und ich bin froh, dass die Expertenkommission diesen Ansatz, mehr Verlässlichkeit in der Unterstützung und Förderung anstatt Schnelligkeit und punktuelle Förderung, unterstützt. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken von der Bundesregierung bei der Kommission, die viel Leidenschaft und Arbeit in die Erarbeitung des zweiten Engagementberichtes gelegt hat. Und diese Leidenschaft zeigt sich darin, dass sie einen Beschluss des Deutschen Bundestages ignoriert hat. Denn der Deutsche Bundestag hat damals darum gebeten, dass dieser Bericht auf 300 Seiten kommt. Das Engagement, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ist so vielfältig, dass es nur auf 600 Seiten passt. Ich möchte an dieser Stelle für Nachsicht für die Kommission werben. Wir müssen weiter darüber reden, was den Zusammenhalt in unserem Land bedroht und dafür sorgen, dass Ungerechtigkeiten, Spaltungen kleiner anstatt größer werden. Nur wenn die Menschen merken, dass auch die Politik ihnen den Rücken stärkt, dann werden sie auch die Zeit und die Kraft für das Gemeinwohl weiter einsetzen. Und deshalb freue ich mich auf die gemeinsame Beratung des Engagementberichtes und auf die gemeinsame Diskussion darüber, wie wir die Menschen im Land unterstützen, die unser Land zusammenhalten, in den Kommunen, in den Bundesländern und was wir auch seitens des Bundes dafür tun können. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch, Frau Ministerin. Der Umfang eines Berichts ist nicht immer ein verlässlicher Ausdruck der Bedeutung desselben. Im konkreten Fall gehen wir selbstverständlich davon aus. Aber das lässt sich ja jetzt auch durch Nachfragen noch erhärten. Die erste Nachfrage geht an Frau Dr. Heine für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Ministerin. Der erste Engagementbericht wurde am 22. August 2012 vorgelegt. Nun soll pro Legislaturperiode einer vorgelegt werden. Diese Legislaturperiode ist fast um und erst jetzt hat die Bundesregierung im Kabinett die Stellungnahme der Bundesregierung verabschiedet. Ich möchte Sie fragen, wann wird die Bundesregierung diesen Bericht in seiner schönen Umfänglichkeit dem Parlament zur Beratung vorlegen, also außerhalb dieser Berichterstattung? Heute. Also mit der Beschlussfassung heute im Kabinett wird ja der Bericht dem Deutschen Bundestag zugeleitet und dann sind Sie frei, es zu beraten und den weiteren Zeitplan zu bestimmen. Herr Brase. Dankeschön, Herr Präsident. Frau Ministerin, Sie haben angesprochen, dass in dem Bericht und von der Expertenkommission vor allen Dingen auch die lokale Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement herausgestellt wurde. Ist es nicht notwendig, darüber nachzudenken, wie wir stärker die Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement noch stärken können? Und welche Möglichkeiten sehen Sie, dort den Weg weiterzugehen? Ja, vielen Dank. Der Bericht zeigt ganz klar, dass das Engagement je nach lokaler Voraussetzung wirkt und dass es in Dörfern anders andere Engagementbereiche gibt als in Städten und dass wir mit all dem, was wir fördern, eben lokal aufsetzen müssen. Und deshalb gibt es auch aus meiner Sicht nicht das eine Gesetz oder das eine Programm, mit dem man Engagement fördert, sondern man muss unterschiedliche Angebote machen. Ich will mal drei nennen. Wir haben zum Beispiel das Programm der engagierten Stadt, wo wir vor allem kleine, aber auch mittelgroße Städte unterstützen beim Thema bürgerschaftliches Engagement. Wir haben die Mehrgenerationenhäuser, wo sie alle fraktionsübergreifend dafür gesorgt haben, dass wir nicht nur die wir haben, erhalten können, sondern 100 neue dazukommen. Und die sind halt in Dörfern und großen Städten. Und wir haben das Programm Menschen stärken Menschen, wo wir nicht in Strukturen gehen, sondern darauf setzen, dass die persönlichen Begegnungen zwischen Menschen, Nachbarschaftshilfen, Patenschaften auch unterstützt werden. Und diese verschiedenen Ansätze, das zeigt der Bericht, sind notwendig. Frau Schulz-Asche.
Frau Ministerin, zunächst ist es ja schön, dass das Thema bürgerschaftliches Engagement es endlich auch mal ins Plenum des Bundestages schafft. Von daher herzlichen Dank. Die Kollegin Hein hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir hier kurz vor Ende der Legislaturperiode sind und dieser Bericht trotz mehrerer Nachfragen auch des Unterausschusses bürgerschaftliches Engagement erst sehr spät vorgelegt wird. Die 630 Seiten, die der Bericht umfasst, sind ja noch nicht uns liegen uns nicht so vor, dass wir darüber hätten jetzt in Vorbereitung der Regierungsbefragung im Detail arbeiten können. Aber deswegen frage ich Sie jetzt ganz konkret, da die Legislaturperiode ja nur noch 6 Monate dauert, welche konkreten Handlungsempfehlungen wird die Bundesregierung jetzt noch aufgreifen, um vor Ende der Legislaturperiode noch zu Potte zu kommen beim Thema bürgerschaftliches Engagement? Ja, vielen Dank. Es wäre natürlich fahrlässig gewesen, von der Bundesregierung erst zu handeln für das bürgerschaftliche Engagement, wenn der Bericht vorliegt und die Handlungsempfehlungen, sondern wir haben den Bericht in Auftrag gegeben, so wie vom Deutschen Bundestag ja gewünscht, aber parallel schon von Anfang an der Legislatur das bürgerschaftliche Engagement unterstützt. Ich habe 3 Beispiele genannt. Das große Programm Engagierte Stadt, die Mehrgenerationenhäuser, wo es mit der Hilfe der Fraktionen, insbesondere im Haushaltsausschuss, gelungen ist, das auszuweiten. Die lokalen Allianzen für Demenz haben wir jetzt aufgestockt auf 500. Und der Bericht zeigt, dass diese Perspektive und diese Programme an unterschiedlichen Bedürfnissen, um Engagement anzusetzen, richtig ist. Und wir haben zur Kenntnis genommen, dass oft Ehrenamt auch Hauptamt braucht und dass den Kommunen das Geld fehlt. Und deswegen hat diese Bundesregierung die kommunale Entlastungsprogramme auf den Weg gebracht, wie noch keine Bundesregierung vorher, weil wir sehen, dass die Kommunen Entlastung brauchen, um ihren eigenen originären Aufgaben wie die Unterstützung des Engagements Rechnung zu tragen. Sie sehen also, wir handeln natürlich schon längst und haben jetzt nicht nur auf den Bericht gewartet. Frau Schlegel. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich habe Ihre Ausführungen am Anfang so verstanden oder Ihre Kernaussagen, dass es bei diesem Engagement immer um den Zusammenhalt und die Stärkung unserer Gesellschaft geht und dass Sie vor allem wegkommen wollen von Projekten hin zur Verstetigung oder auch zu Programmen. Meine Frage geht dahin, dass ja viele Vereine und Verbände über Nachwuchssorgen klagen. Meine Frage wäre, steht das auch so im Engagementbericht, beziehungsweise wird es unterstrichen, beziehungsweise was haben Sie schon auf den Weg gebracht oder was wird die Bundesregierung in diesem Bereich noch tun? Der Bericht zeigt ganz klar die Entwicklung, die uns auch allen begegnet, wenn wir selber Vereine, Verbände besuchen, dass darüber geklagt wird, dass der Nachwuchs fehlt. Und der Bericht zeigt noch mal klar, was die Ursache ist. Nicht, weil sich junge Leute heute weniger engagieren als früher, im Gegenteil. Der Hauptteil vom ehrenamtlichen Engagement wird von jungen Menschen und Menschen mittleren Alters getragen. Aber wenn heute junge Leute dazukommen, wollen sie sich nicht mehr so langfristig binden. Um es mal salopp zu sagen, nicht jeder will, wenn er in einen Verein eintritt, damit sich verpflichten, für die nächsten 35 Jahre der Schatzmeister zu werden. Sondern viele sind interessiert, sich kurzfristig oder sich projektmäßig an einer Initiative oder an einem Projekt zu beteiligen. Und deshalb müssen Vereine, Verbände auch sich da neu ausrichten. Und das ist, finde ich, ein Punkt, den wir aus dem Bericht aufgreifen können. Wie können wir das von Bundesseite besser unterstützen? Es gibt bisher ein Programm. Und zwar ist das Programm mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Sie müssen wissen, der Sport ist der größte Engagementbereich. Und da haben wir das Programm Aktives Ehrenamt im Sport gesucht, Funktionärsträgerin in der 2. Lebenshälfte für Sportvereine. Da geht es uns darum, zu werben für die Besetzung zum Beispiel von Leitungs- und Vorstandspositionen. Wir nehmen den Bericht zum Anlass, zu überlegen, wie können wir das noch weiter ausbauen. Frau Wagner. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich würde Sie gerne fragen, es wird ja immer wieder sehr betont, wie wichtig das Engagement in der demografischen Entwicklung ist. Sie selbst haben es heute wieder betont, auch in Ihrer Pressemitteilung, und auch der Titel des Berichts lässt ja darauf schließen. Sie wissen ja, ich bin Mitglied in einer AG gewesen, die in Ihrem Hause angesiedelt war, Jugend gestaltet Zukunft. Mich würde interessieren, wenn das Engagement im demografischen Wandel derartig wichtig ist, ein solches Gewicht hat, warum hat es zu diesem Thema keine
eigene AG gegeben. Ich hätte das für sehr sinnvoll gehalten. Ich habe mich als Ministerin dafür eingesetzt, dass im Rahmen der Demografiestrategie der Bundesregierung die AG Jugend gegründet wird. Ich bin ehrlich gesagt nicht ein großer Fan davon, viele Arbeitsgruppen einzurichten, sondern eher zur Sache zu kommen. Aber als ich festgestellt habe, dass die Bundesregierung sich mit Demografie beschäftigt in 10 Arbeitsgruppen, aber die Jugend nicht beteiligt wird, habe ich auch gesagt, da müssen wir mit der Jugend rein. Jetzt gab es eine Arbeitsgruppe und was ich toll fand, die Jugend wurde direkt beteiligt. Und um es mal konkret zu machen, Beteiligungsprojekte, die wir unterstützt und gefördert haben, haben dazu geführt, dass zum Beispiel im Landkreis Friesland 500 Jugendliche mitgemacht haben, jetzt sich durchgesetzt haben, dass am 24. September nicht nur der Deutsche Bundestag gewählt wird, sondern auch das Kinder- und Jugendparlament im Landkreis Friesland mit einem eigenen Budget von 50.000 Euro. Und ich glaube, das zeigt, wie wir Dinge anstoßen können, aber entschieden und gemacht werden muss es vor Ort. Es wird kein Gesetz, kein Programm geben, mit dem wir vom Bund das Engagement vor Ort verordnen können. Frau Krone. Frau Ministerin, Herr Präsident, es gibt ja auch nicht nur das gute Engagement, es gibt ja auch ein Engagement, was so nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, im Dunkeln arbeitet. Hat sich der Bericht auch damit beschäftigt und zu welchem Fazit ist da gekommen? Die Kommission hat sich auch mit dem Thema dunkles Ehrenamt beschäftigt. Das ist erstmalig so. Die Kommission hat hier auch eine ganz klare Sprache in ihrem Bericht. Die Kommission sagt, nicht überall, wo man sich engagiert, ist es zugunsten des Landes, zugunsten der Gesellschaft, zugunsten des Miteinanders, sondern es gibt auch Engagement in der Freizeit, was sich gegen den Zusammenhalt, gegen die Demokratie richtet und dass hier die Politik klar den Auftrag hat, das voneinander zu trennen und klarzustellen, dass öffentliche Förderung nur in den ehrenamtlichen Bereich gehen darf, wenn es dem Gemeinwohl dient, wenn es dem Zusammenhalt dient. Frau Pallmann. Frau Ministerin, recht herzlichen Dank für die Darlegung des Berichts. Wir haben ja in der Vergangenheit ein enormes Engagement unserer Bevölkerung erlebt. Geht der Bericht auch auf die Punkte, wir sehen ja, dass das Engagement freiwillig ist, unbezahlbar, nicht weisungsgebunden, aber trotzdem muss es ja eine Anerkennung erfinden. Gibt es irgendwelche Punkte in dem Bericht, die in dem Bezug nehmen auf die Anerkennungskultur? Was können wir tun, um die Leute auch bei Stange zu halten, dass sie wirklich gewillt sind, weiterzumachen und sich weiterhin zu engagieren? Welche Punkte werden da eventuell explizit im Bericht genannt? Der Bericht sagt ganz klar, dass die Strukturen vor Ort so sein müssen, dass man sich ehrenamtlich engagieren kann. Und der Bericht zeigt auch, dass da, wo ein gutes, stabiles soziales Umfeld ist, da, wo die Leute soziale Teilhabe haben, egal ob Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, die Engagementbereitschaft größer ist und auch die Möglichkeiten mitzumachen. Deswegen sagt die Kommission, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie kann insgesamt im Land eine gute Struktur sein, damit alle die Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Die Kommission sagt in einer ziemlichen, für mich auch überraschenden Deutlichkeit, dass sie darauf hinweisen will, dass das Engagement von dem Thema Unentgeltlichkeit geprägt ist und dass es dabei bleiben soll und dass wir die Aufgabe haben, die ganzen Debatten im Sozialrecht, im Steuerrecht, zum Beispiel Übungsleiterpauschale, stark zu trennen von einem Vergütungsgedanken. Ich muss sagen, in diesem Punkt sind wir im Spannungsfeld, denn wir alle kennen die Forderung vor Ort. Zum Beispiel bei der Übungsleiterpauschale war es ja so, dort Verbesserungen zu wirken. Die Kommission zumindest hebt dort den Zeigefinger und sagt, da müsst ihr aufpassen, das müsst ihr klar von Vergütungsgedanken trennen. Ich habe jetzt noch 3, 4 Nachfragen zu diesem Thema, die ich noch aufrufen möchte. Und dann würde ich gerne die Fragen zu diesem Bereich abschließen, weil es noch eine Reihe von angekündigten Fragewünschen über den vorgetragenen Bericht hinaus gibt. Frau Hein. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, Sie haben eben gesagt, dass Sie schon handeln, bevor der Bericht der Bundesregierung vorliegt. Das hoffe ich ja auch. Nun wurde der Bericht der Bundesregierung aber schon im Mai des vergangenen Jahres vorgelegt. Und mich würde interessieren, welche inhaltlichen Auseinandersetzungen oder Gründe, Widersprüche es bewirkt haben, dass Sie heute erst im Kabinett die Stellungnahme der Bundesregierung beschlossen haben.
Wir haben parallel zu diesem Bericht ja auch den 7. alten Bericht gehabt, der sich auch vor allem mit der demografischen Entwicklung und mit den Strukturen vor Ort, mit der kommunalen Situation und auch mit dem Thema Engagement beschäftigt hat. Und weil zumindest beide Bereiche Schnittmengen hatten beim Thema Ehrenamt, war es mir wichtig, zunächst diesen Bericht auch abzuwarten und auszuwerten, damit wir, ich sag mal, nicht parallel etwas machen, was nicht zusammengeführt wird. Dieser Bericht kam später, erst im Oktober letzten Jahres, und dann haben wir den auch ausgewertet und miteinander beraten und haben jetzt beide Sachen sozusagen aufs Gleis geschickt. Und dann, Sie werden es ja sehen, wenn die 600 Seiten kommen, bitte ich auch um Verständnis, dass natürlich auch mein Haus sich intensiv mit diesen 600 Seiten auseinandergesetzt hat. Also insofern haben wir da fleißig dran gearbeitet und vor allem wollten wir nicht Dinge unabgestimmt voneinander machen. Herr Brase. Herr Präsident, der Freiwilligen-Survey, Frau Ministerin, hat ja auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir mit unserer Engagementpolitik insgesamt ja nur einen bestimmten Teil in der Bevölkerung erreichen. Menschen, die bildungsfern sozusagen beschrieben werden oder die aus materiell weniger guten Verhältnissen kommen, gewinnen wir kaum. Gibt der Bericht dazu Aufkunft oder Hinweise, wie wir perspektivisch auch diesen Menschen ein Mehr an Mitbeteiligung, an bürgerschaftlichem Engagement ermöglichen können? Und wird das ein Stück weit auch gedeckt durch das, was im Freiwilligen-Survey damals zum Ausdruck kam? Ja, vielen Dank. Der Freiwilligen-Survey, vielleicht das noch vorweg, zeigt ja, dass in den letzten 15 Jahren das ehrenamtliche Engagement enorm gestiegen ist. Nicht erst seit der Flüchtlingshilfe, sondern schon davor. 30 Millionen Menschen in unserem Land engagieren sich. Er zeigt aber auch genau diese Zusammenhänge, dass eben Menschen, die keine soziale Teilhabe haben, die zum Beispiel auch bildungsfern sind, dass sie nicht so einen guten Zugang zum Engagement haben und dass deshalb die Voraussetzung für bürgerschaftliches Engagement auch eine gute soziale Lage im Land ist. Das ist Voraussetzung. Deswegen kann man sagen, Voraussetzung für bürgerschaftliches Engagement ist am Ende auch gute Bildungspolitik, gute Sozialpolitik. Die Schieflagen, die wir in unserer Gesellschaft haben, die kann nicht das ehrenamtliche Engagement ausbügeln. Das sagt eigentlich ganz genau der Bericht. Wir versuchen zum Beispiel beim Thema Menschen mit Migrationshintergrund, zeigt sich das auch. Die, die gut integriert sind, die engagieren sich auch. Die anderen haben nicht die Zugänge. Und deswegen haben wir zum Beispiel uns jetzt vorgenommen, keine Extraprogramme mit Migrationsorganisationen zu machen, aber alle Migrationsorganisationen anzusprechen, sich an den regulären Programmen zu beteiligen, damit wir dort auch mehr Menschen erreichen. Frau Schulz-Asche. Frau Ministerin, Freiwilligendienste sind ja eine besondere Form des Engagements und der Evaluationsbericht der Freiwilligendienste liegt uns ja schon länger vor. Und deswegen meine Frage, welche Konsequenzen hat denn die Bundesregierung aus diesem Evaluationsbericht gezogen und welche Regelungen wollen Sie noch in dieser Legislaturperiode in Konsequenz dieses Berichts auf den Weg bringen? Na, zunächst zeigt ja auch dieser Bericht, der jetzt vorgelegt worden ist, dass der Bundesfreiwilligendienst ein wichtiger Bereich ist im ehrenamtlichen Engagement. Und für uns war wichtig, den Freiwilligendienst auszubauen. Das haben wir auch zum Beispiel konkret gemacht mit den 10.000 zusätzlichen Stellen für die Flüchtlingshilfe. Und da haben wir den Ansatz gebracht, den wir eben in der vorherigen Frage hatten, dass wir diesen Freiwilligendienst nicht nur für Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, sondern zum Beispiel auch für Flüchtlinge anbieten, die sich selbst engagieren. Also diesen Gedanken, jeden mit zu integrieren, auch im Bundesfreiwilligendienst. Und die ganzen Fragen von, wie haben die verschiedenen Träger Zugang zu den Stellen, die Fragen von Finanzierung. Diese Fragen werden natürlich im alltäglichen Geschäft mit den Trägern von Freiwilligendiensten auch beraten und besprochen. Frau Krone noch oder hat sich erledigt? Hat sich erledigt, vielen Dank. Gibt es über den gerade vorgetragenen Bericht hinaus Fragen zur heutigen Kabinettssitzung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann rufe ich sonstige Fragen an die Bundesregierung auf und das teile das Wort zunächst der Kollegin Britta Hasselmann. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich habe eine Frage aus ganz aktuellem Anlass zur Genehmigung der Bundesregierung, Brennelemente für Tihange und Dol zu liefern.
Das hat uns doch sehr irritiert, denn Ihre Ministerin hat sich ja ganz eindeutig positioniert und den Menschen in der Region ziemlich viele Versprechungen gemacht. Wir halten Tihange und Doll für gefährlich und auch als Schrottreaktoren klar nicht mehr weiter zu betreiben. Dennoch liefern Sie, was in diesen Tagen ja deutlich geworden ist, Brennelemente für Tihange und Doll aus Deutschland und haben mit der Bundesregierung eine Genehmigung dafür erteilt. Wir möchten Sie fragen, warum das so ist, obwohl es ganz eindeutige Rechtsgutachten gibt, dass das auch bei der heutigen gesetzlichen Grundlage zu verhindern wäre. Diese Lieferung war heute nicht Gegenstand der Kabinettssitzung und deswegen wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie einverstanden sind, dass dafür der Staatssekretär antwortet, weil er sich mit dieser detaillierten Frage bestimmt besser auskennt. Ja, sehr geehrte Kollegin, meine Ministerin hat sich, wie Sie richtig bemerkt haben, wiederholt an die belgische Regierung gewandt, um die Gefährdungslage, die dort besteht, durch die Unsicherheiten in den Atomkraftwerken hier entsprechend zum Thema zu machen. Alles, was im Rahmen internationaler Vereinbarungen möglich ist, haben wir unternommen. Unabhängig davon ist die rechtliche Grundlage für die Genehmigung von solchen Brennstäben und solcher Lieferungen im Atomgesetz verankert. Es gibt ein Kurzgutachten von Greenpeace, das unterstellt, man könnte das untersagen. Wir haben ein ausführliches Gutachten dazu gemacht und das Umwelt- und Bauministerium ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir auf Basis des geltenden Rechts diese Versagung nicht begründen können und haben deswegen das genehmigen müssen, auch wenn es uns politisch nicht gefällt, gebietet es, die Rechtslage nach Recht und Gesetz zu handeln. Und das ist der Grund, warum diese Exportgenehmigung erteilt worden ist. Herr Krischer. Ja, Herr Staatssekretär, vielen Dank für Ihre Antwort auf die Frage der Kollegin Hasselmann. Ehrlich gesagt verstehe ich Ihre Argumentation nicht ganz, weil Ihr Ministerium, Ihre Ministerin stellen fest, dass der Betrieb Tihange 2, das ist der Reaktor mit den Rissen, nicht sicher ist und in Deutschland so nicht betrieben werden dürfte. Ihr eigenes Gutachten, und das würde ich an der Stelle unterstützen, das bestätigt übrigens auch das Gutachten von Frau Ziem im Auftrag von Greenpeace, sagt klar, wenn die Verwendung des radioaktiven Materials im Ausland nicht sicher erfolgt, und das ist nach Ihren Aussagen der Ministerin der Fall im Reaktor Tihange 2, dann darf ein Export nicht erfolgen. Ich bitte Sie, mir zu erklären, wie Sie an der Stelle die Exportgenehmigung erteilen konnten bzw. zulassen konnten, obwohl Sie selber sagen, dass der Betrieb dort nicht sicher möglich ist. Ich glaube, dass Sie eine Fehlinterpretation unseres eigenen Gutachtens hier vornehmen. Nach der Entstehungsgeschichte und Systematik des Atomgesetzes betrifft die Genehmigungsvoraussetzung lediglich den Schutz vor einer missbräuchlichen Verwendung von Kernbrennstoffen. Das Atomgesetz entspricht damit bindenden Vorgaben des Europarechts. Der Tatbestand ist losgelöst von der Frage der Sicherheit des Betriebes eines ausländischen Atomkraftwerks zu betrachten. Und deswegen, auch wenn es uns nicht passt, ist an der Stelle aufgrund der europarechtlichen Vorgaben oder der Umsetzung in unserem Atomgesetz es zwingend, dass wir eine solche Genehmigung erteilen. Wir haben das selber sehr ausführlich geprüft und sind zu diesem Schluss gekommen. Frau Scharfenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Ministerin Schwesig. Frau Ministerin, Sie haben ja, wir befinden uns ja im Moment oder wie schon lange auch im Prozess der Pflegeberufereform und Sie haben im Februar sich auch sehr, sehr engagiert dafür ausgesprochen, dass die Reform der Pflegeausbildung nun jetzt endlich ganz, ganz bald kommen müsse und haben auch der Unionsfraktion eine Blockadehaltung der Reform vorgeworfen. Ich möchte Sie nun fragen, ob Sie uns hier und auch den ganzen Pflegekräften draußen im Land, die die Diskussion ja auch sehr aufmerksam verfolgen, Informationen darüber geben können, was
was dann die genauen Ursachen für das gestrige, doch sehr, sehr irritierende Nichtzustandekommen eines scheinbar abgesprochenen, getroffenen Kompromiss der Koalitionspartner zu der Reform war und die dann jetzt letztendlich doch nicht zusammen zustande gekommen ist. Es war ja eine Pressekonferenz einberufen, lediglich die Union war anwesend, die SPD nicht. Und ja, es wurde mitgeteilt, es gibt wohl doch keinen Kompromiss. Was ist da jetzt gerade die Sache? Mein Kollege Herr Grö und ich, wir haben ein gemeinsames Gesetz vorgelegt, basierend auf dem Koalitionsvertrag, dass wir die drei Abschlüsse, Altenpflege, Kinderkrankenpflege und Krankenpflege, zu einem einheitlichen Berufsbild zusammenführen wollen. Bedauerlicherweise gehört ja auch Ihre Fraktion zu denjenigen, die ein solches Gesetz kritisieren und vorwerfen, dass es für die Altenpflege schädlich ist. Deshalb gibt es viele Stimmen im politischen Raum, aber auch in der Fachwelt, die diesen Weg richtig finden, die diesen Weg nicht richtig finden. Wir haben jetzt die Anhörung, werten die Fraktionen aus und diskutieren darüber. Die Gespräche zwischen den Fraktionen zum Pflegeberufegesetz dauern noch an. Und die Pressearbeit der Fraktion meines Koalitionspartners möchte ich nicht kommentieren. Frau Höger. Frau Höger. Frau Höger. Als gedacht. Ich habe eine Frage an Staatsminister Roth. Okay. Am Montag haben die UN-Verhandlungen über die Ächtung von Atomwaffen begonnen. Jetzt haben die Staaten USA, Großbritannien und Frankreich gegen diese Verhandlungen protestiert, obwohl doch dem vorangegangen ist eine UN-Resolution, die mit großer Mehrheit beschlossen worden ist. Wie positioniert sich die Bundesregierung zu diesen Protestnoten gegen die Verhandlungen? Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Abgeordnete Höger, ich habe schon damit gerechnet, dass Sie diese Frage hier noch mal aufrufen, weil es ja auch Gegenstand einer dringlichen Frage war, die offensichtlich hier nicht zugelassen wurde. Bin aber gerne bereit, darauf auch noch einmal einzugehen. Am Anfang lassen Sie mich noch mal klarstellen, die Bundesregierung ist selbstverständlich dem Ziel einer Welt ohne Nuklearwaffen verpflichtet. Und ihr Handeln ist darauf ausgerichtet, Schritt für Schritt auch dieses Ziel zu erreichen. Für uns ist der wesentliche Maßstab dieser Arbeit, der wir seit Jahrzehnten verpflichtet sind, gemeinsam mit vielen anderen Partnern im Rahmen der Vereinten Nationen, der sogenannte Nichtverbreitungsvertrag. Wir haben selbstverständlich die Äußerungen der Nuklearstaaten, also einige der wichtigsten Nuklearstaaten vom vergangenen Montag zur Kenntnis genommen. Zwei Positionen, die dort zum Ausdruck gebracht wurden in dieser Pressekonferenz, machen wir uns als Bundesregierung ausdrücklich zu eigen. Erstens, dass die notwendige weltweite Abrüstung schrittweise erfolgt und zweitens ein ganz klares Bekenntnis zum vorhandenen Vertragsregime, das heißt zum Nichtverbreitungsvertrag. In der vergangenen Woche haben wir ja darüber auch schon im Bundestag debattiert. Eine Initiative, die von den Staaten nicht getragen wird, die Atomwaffen haben, ist für uns sehr schwer zu unterstützen. Alleine Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika halten 90% des Atomwaffenarsenals in ihren Händen und die sind an diesen Verhandlungen nicht beteiligt. Frau Mihalic. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute hat die Große Koalition im Innen- und im Rechtsausschuss zwei Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung mit ihrer Mehrheit abgesetzt, die meine Fraktion beantragt hat. Dabei ging es um neue Erkenntnisse zum Attentat auf den Berliner Breitscheidplatz mit 12 Toten und 50 Schwerverletzten und neuen Erkenntnissen zum Attentäter Anis Amri, die in den letzten Tagen in der Presse veröffentlicht worden sind. Bevor ich meine Frage stelle, will ich nur noch einmal sagen, ich finde, es ist ein unmöglicher Vorgang, wie hier mit dem parlamentarischen Aufklärungsrecht umgegangen wird und den Tagesordnungspunkt mit dem Hinweis abzusetzen, dass heute Nachmittag im geheim tagenden parlamentarischen Kontrollgremium dieser Sachverhalt behandelt wird, geht nicht.
Es kann nicht sein, dass das parlamentarische Kontrollgremium bestimmt, was der Innenausschuss diskutiert. Und auch inhaltlich ist es unheimlich fragwürdig, dass Informationen in der Presse landen, die uns als Abgeordnete vorenthalten werden, wenn wir beantragen, entsprechende Unterlagen beizuziehen. Frau und wenn Kollegin, dazu auch noch jetzt Informationen. Ist die Minute rum, in der Sie Ihre Frage hätten stellen können. Das tut mir leid. Die Vorrede war aus meiner Sicht aber dringend notwendig, weil ich damit begründe, warum ich jetzt hier eben diese Frage stellen muss, weil wir nicht darauf verzichten können, dass diese Angelegenheit im Geheimen versenkt wird und wir uns jetzt 3 Wochen dann in die Osterpause begeben und das hier nicht mehr diskutieren können. Im RBB ist ein Behördenzeugnis des Bundesamtes für Verfassungsschutz abgedruckt, aus dem hervorgeht, dass dem BfV damals schon bekannt war, im Januar 2016 bekannt war, dass Anis Amri eine hohe Beweglichkeit aufwies, in mehreren Bundesländern aktiv war. Und deswegen möchte ich die Bundesregierung fragen, warum wurde dann vom Bundesamt für Verfassungsschutz keine Überwachungsmaßnahme gegen Anis Amri eingeleitet, obwohl das BfV klar zuständig war in dieser Sache für länderübergreifende Sachverhalte? Und warum wurde da von Seiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz nichts unternommen? Ich vermute, dass das Innenministerium diese Frage auf sich bezieht. Bitte schön, Herr Kollege Schröder. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr verehrte Kollegin, zunächst einmal ist die Bundesregierung nicht dafür zuständig, was im Innenausschuss oder in sonstigen Gremien des Deutschen Bundestages beraten wird. Das macht allein das Parlament. Darauf haben wir keinen Einfluss. Zum zweiten Punkt, was Sie eben angesprochen haben. Wir können den Fall Amri gerne auch hier diskutieren. Das haben wir auch schon gemacht. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass natürlich auch die Verfassungsschutzämter und insbesondere auch die Landesämter für Verfassungsschutz Kenntnis von Amri hatten. Das Problem beim Fall Amri war nur, dass die Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Amri eben kein Gefährder, keine gefährliche Person mehr darstellt, sondern als Kleinkriminellen eingestuft haben. Und wenn eine Polizeibehörde zu dem Ergebnis kommt, dass wir es mit einem Kleinkriminellen zu tun haben, dann ist es nun mal so in unserem Rechtsstaat, dass das nicht einfach der Verfassungsschutz, das heißt ein Nachrichtendienst, diesen nicht einfach überwachen kann. Das geht in unserem Rechtsstaat nicht. Stellen Sie sich mal vor, eine Polizei, jetzt mal nicht im Fall von Amri, kommt zum Ergebnis, das ist ein Kleinkrimineller und das Bundesamt für Verfassungsschutz schließt daraus die Schlussfolgerung, den überwachen wir erstmal 24 Stunden, 7 Tage, was Sie dazu wohl sagen würden. Und deshalb war es ein polizeilicher Fall. Und selbstverständlich muss das Bundesamt für Verfassungsschutz sich an die polizeiliche Bewertung des Landes Nordrhein-Westfalens halten. Ausnahmsweise noch mal eine Zusatzfrage, wenn Sie es diesmal wirklich in der Minute hinkriegen, Frau Mjanic. Präsident, dass Sie das zulassen. Und es ist auch wirklich wichtig, weil das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Schröder, ist nachweislich falsch. In der Presse wird aus Dokumenten zitiert, es werden sogar Dokumente veröffentlicht, die glasklar belegen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz über die Gefährlichkeit von Anis Amri informiert war und dass er auch nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen weiterhin als Gefährder mit Anschlagsbereitschaft eingestuft wurde. So, das heißt, es stimmt nicht, was Sie hier erzählen. Er war kein Kleinkrimineller, er war ein Gefährder. Und deswegen meine Frage, wieso hat das Bundesamt für Verfassungsschutz trotz glasklarer Zuständigkeit in länderübergreifenden Sachverhalten, trotz Gefährlichkeit dieser Person nichts unternommen in Sachen Überwachung? Ja. Sie müssen jetzt auch schon die Chronologie beachten. Selbstverständlich hatten die Verfassungsschutzbehörden Kenntnisse von möglichen Verstrickungen auch in das terroristische Milieu, selbstverständlich. Aber das war eben ein polizeilicher Fall. Dann gab es eben eine polizeiliche Observation in Berlin zusammen mit den Kollegen der Landespolizei Nordrhein-Westfalen, die das ja mit zusammen abgesprochen haben mit den Berliner Kollegen. Und das Grundproblem war im Fall Amri, es gab die ausländerrechtliche Möglichkeit des Landes Nordrhein-Westfalen, diese Person in Abschiebehaft zu nehmen. Es gab die Möglichkeit zu verhindern, dass er einfach nach Berlin geht. Der Mann war ja stand ja unter Residenzpflicht innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Ganze war ein polizeilicher Fall. Und selbst wenn Landesämter für Verfassungsschutz oder das Bundesamt für Verfassungsschutz natürlich auch Kenntnisse hatten, wenn nach einer polizeilichen Observationsphase die Landes
Polizeien zum Ergebnis kommen, in diesem Fall Nordrhein-Westfalen, dass es sich hier eben um einen Kleinkriminellen handelt, dann kann doch nicht einfach das Bundesamt für Verfassungsschutz übernehmen. Das geht nun mal innerhalb unserer Rechtsordnung nicht. So, eine kurze Bemerkung zur Geschäftslage. Wir haben jetzt eigentlich die für die Regierungsbefragung vorgesehene Zeit ausgeschöpft. Ich habe aber noch 8 Wortmeldungen und die würde ich auch gerne aufrufen, zumal mit Blick auf die zurückgezogenen Fragen in der Fragestunde wir dann insgesamt jedenfalls unseren Zeitplan einhalten können. Dazu würde ich jetzt gerne Ihr Einvernehmen feststellen. Dann lasse ich aber auch keine weiteren Wortmeldungen mehr über diese 8 notierten hinaus zu. Nächste Wortmeldung, Frau Wagner. Der Außenminister hat sich in den vergangenen Wochen des Häufigeren zu verteidigungspolitischen Fragen geäußert, so auch jetzt am Montag, als er seine Vorstellung einer europäischen Verteidigungsunion vorgestellt hat. Und in diesem Zusammenhang ist ein in meinen Augen sehr bemerkenswerter Satz gefallen, den ich gerne kurz zitieren würde. Europa ist der Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger einschließlich der territorialen Integrität seiner Mitglieder verpflichtet. Das hört sich für mich fast so an, wie eine, dass die EU eine neue NATO werden wird. Deswegen meine Frage an die Bundesregierung. Welche Aufgaben soll denn die EU Ihrer Meinung nach übernehmen, um die territoriale Integrität ihrer Mitglieder konkret zu schützen? Vielen Dank. Minister. Dass, Herr Präsident, liebe Frau Kollegin, das gesamte außen- und sicherheitspolitische Engagement der Europäischen Union ist darauf ausgerichtet, partnerschaftlich mit der NATO zusammenzuarbeiten und NATO-Engagement, wenn Bedarf besteht, entsprechend zu ergänzen. Wir müssen natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch gleichermaßen Mitglieder der NATO sind. Und die Sicherheitslage hat sich selbstverständlich verändert. Ich will darauf hinweisen, dass das Bedrohungspotenzial für Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere im Baltikum, aber auch in Polen, konkret zugenommen hat. Und da können wir noch so lange darüber hinwegsehen, wenn es dieses Gefühl der Bedrohung entsprechend gibt, dann müssen wir damit verantwortungsbewusst umgehen. Zum anderen, nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die Europäer mehr Verantwortung zu übernehmen haben. Und es ist uns noch nicht klar, welche Rolle die Vereinigten Staaten zukünftig in der NATO spielen werden. Aber die engere Zusammenarbeit zwischen NATO und EU ist bereits im Sommer vergangenen Jahres, unter anderem auch auf dem NATO-Gipfel in Warschau, aber auch schon zuvor in Irland bekundet worden. Und diese engere Zusammenarbeit trifft auf unsere uneingeschränkte Unterstützung. Frau Müller-Gemmeke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe eine Frage an die Bundesregierung zum Entgelttransparenzgesetz. Der Auskunftsanspruch, der da geplant ist, gilt ja nur für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten. Und jetzt gibt es eine neue Zahl, dass 92% der auskunftsberechtigten Frauen in Betrieben arbeiten, die entweder einen Tarifvertrag haben oder die sich auf einen Tarifvertrag beziehen. Jetzt gibt es ja in diesem Gesetz die sogenannte Angemessenheitsvermutung. Also man geht davon aus, dass Tarifverträge angemessen entlohnen. Und deswegen bekommen die Frauen, die Auskunft verlangen, auch nur weniger Informationen, nämlich sie bekommen die Information, welcher Tarifvertrag gilt und wo der eingesehen werden kann. Jetzt könnten diese Frauen, diese 92% der Frauen ja auch einfach ohne dieses Gesetz bei der Gewerkschaft nachfragen, wie der Tarifvertrag aussieht und würden damit nicht weniger und auch nicht mehr Informationen bekommen. Meine Frage ist von daher, für wen wird dieses Gesetz eigentlich gemacht? Vielen Dank. Dieses Gesetz wird für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gemacht, weil das erste Mal in einem Gesetz ganz klar der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit festgeschrieben wird. Dieser Grundsatz gilt für alle und in diesem Gesetz befinden sich mehrere
Instrumente, dieses Thema voranzubekommen, zum Beispiel das Instrument der Berichtspflicht, was sich auf den ersten Blick für viele bürokratisch anhört, aber ja das Instrument ist, dass sich die Betriebe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab 500 auseinandersetzen mit den Gründen der Lohnlücke, wo einmal der Transparenzgedanke eine Rolle spielt, aber nicht nur. Auch die Frage Teilzeitfalle, das Verhältnis letztendlich von Einstufung, also es ist ja mehr als nur dieser Auskunftsanspruch im Gesetz. Dann auch zum Beispiel, dass wir auf die verbindlichen Prüfverfahren verweisen. Zum Auskunft, und dann möchte ich noch auf eines hinweisen, wenn man sich die Statistik anguckt, umso größer die Betriebe, umso höher die Lohnlücke. Und ja, wir haben in diesem Gesetz den Grundsatz durchgetragen, den die Bundesregierung in vielen Gesetzen angelegt hat, dass dort, wo Tarifbindung ist, schon mal die Lohnsituation für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser ist und auch oft die Frage der gleichen Entlohnung besser ist als nicht tarifgebunden. Und deshalb ist unser Ziel, mit dem Gesetz auch die Tarifbindung zu fördern und an der Stelle Betrieben eine erleichterte Version zu geben. Volker Beck. Zunächst habe ich eine Frage, die bezieht sich auf die Beantwortung der Bundesregierung in der letzten Fragestunde. Manche werden wissen, anderen sage ich es noch mal. Ich habe am 18. Februar den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt per Mail, den Generalbundesanwalt per Telefax darüber informiert, dass Halife Keskin, der Leiter der Abteilung für Auslandsbeziehungen der Dianet, sich in Köln und Oberhausen aufhält. Es war dieser Herr, der die Anweisung der Dianet an die Generalkonsulate zur Ausspionierung von Mitgliedern der Gülenbewegung unterschrieben hat. Dann hat der Herr Lange hier berichtet, dass die Mail beim Generalbundesanwalt am Montag nach der Unterrichtung gelöscht wurde, das Fax nie aufgefunden wurde. Wo die Mail beim Bundeskriminalamt geblieben ist, ist unerfindlich. Nun haben wir heute im Innenausschuss gehört vom Innenministerium, dass der Generalbundesanwalt entschieden habe, gar nicht zu ermitteln. Das ist natürlich eine andere Nachrichtenlage. Es ist der Anstifter nach § 26 StGB in Verbindung mit § 99 StGB dieser Spionageaktion, wegen der der Generalbundesanwalt zunächst gegen Unbekannt und dann gegen einige Imame namentlich ermittelt. Können Sie mir erklären, weil der Herr Generalbundesanwalt ja am Mittwoch auch beim Bundesjustizminister vorstellig geworden ist, wie er erklärt, dass er gegen die Person des Halife Keskins gar nicht ermittelt? Und warum, wenn er nicht gegen ihn ermittelt, er nicht wenigstens als Zeuge einvernommen wird? Ob er dann was sagt und oder von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, das weiß man nach einer Vernehmung. Aber man setzt die Vernehmung nicht ab, weil man dieses befürchtet. Kollege Beck, ich bitte Sie darauf zu achten, dass auch selbst bei Wechsel im Präsidium sich die Fragezeit nicht verdoppelt. Sie müssen jetzt bitte ein Fragezeichen ansetzen. Das wusste ich nicht. Ja, Herr Kollege Beck, in der Tat, wir sind uns zunächst mal einig, das will ich noch einmal betonen, wie ich das auch in der letzten Fragestunde schon gesagt habe, dass die Löschung dieser E-Mails nicht hätten stattfinden dürfen. Das Gespräch mit dem Generalbundesanwalt fand nur zu dem Thema E-Mails statt. Und dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat ihn gebeten, diesen Vorkommnissen sofort nachzugehen und umgehend für organisatorische Konsequenzen zu sorgen. Zudem sind diese Vorgänge Gegenstand dienstrechtlicher und gegebenenfalls auch disziplinarischer Überprüfungen. Frau Staatssekretärin Wirz hat am Abend des 22. März 2017 ein Gespräch mit Herrn Generalbundesanwalt Dr. Frank durchgeführt. Herr Dr. Frank hat seine bisherigen Aufklärungsschritte dargelegt und die weiteren kurzfristig beabsichtigten Anstrengungen zur Aufklärung des Vorgangs erläutert. Er hat zudem die Sofortmaßnahmen geschildert, mit denen umgehend sichergestellt wurde, dass sich ein solcher Vorgang nicht wiederholen kann. Schließlich hat er in dem Gespräch mitgeteilt, dass er in der kommenden, also in dieser Woche, mit den betroffenen Arbeitseinheiten in der Bundesanwaltschaft eine Überarbeitung der Arbeitsabläufe bei Wochenenddiensten und Bereitschaftsdienstangelegenheiten abstimmen und dann unserem Haus berichten wird.
Am Morgen des 23. März 2017 fand ergänzend dazu ein Gespräch zwischen dem Leiter der Strafrechtsabteilung und Herrn Dr. Frank statt, bei dem es ebenfalls um die oben dargestellten Komplexe ging, um die Ermittlungen, zu denen Sie als zum Zweiten gefragt haben, die der Herr Generalbundesanwalt stattfinden lässt, wurde nicht gesprochen. Bevor ich der Kollegin Hasselmann das Wort gebe, erinnere ich an die Verabredung, die vor circa einer Viertelstunde hier mit dem Parlamentspräsidenten getroffen wurde, dass wir nämlich nur noch die damals gemeldeten Fragen aufrufen und dann tatsächlich in die Fragestunde übergehen. Also Meldungen zu diesem Sachverhalt sind jetzt nicht mehr möglich. Ist ja in Ordnung, Kollegin Künast. Wir haben ja auch deshalb entsprechend unseren Regeln die Regierungsbefragung hier verlängert. Ich habe jetzt nur reagiert auf weitere Wortmeldungen, die ich einfach nicht zulassen darf, weil es eine andere Verabredung gibt. Kollegin Hasselmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Pronold, kann mir aber vorher nicht verkneifen. Frau Ministerin Schwesig, das, was Sie geantwortet haben, stimmt ja so nicht. Das ist nicht Gegenstand des Gesetzes. Es gilt nicht für alle Frauen, sondern für eine ab einer Grenze ab 200 Beschäftigte im Betrieb. Aber jetzt, Herr Pronold, zu Ihnen. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Brennelemente-Lieferung nach Tionsch und Doll. Wie viele Lieferungen stehen denn jetzt noch an von Brennelementen in diese Schrottreaktoren? Und wie viele haben Sie in jüngster Zeit jetzt genehmigt? Leid, die Information liegt mir nicht vor, die muss ich schriftlich nachreichen. Gut. Nein, es ist mir nicht unangenehm, sondern ich habe es einfach nicht vorliegen. Und bevor ich hier im Nebel stochere, gebe ich Ihnen eine präzise schriftliche Auskunft, so wie es das Parlament verdient hat. Das ist damit verabredet und der Kollege von Notz fragt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich nochmal an den Staatssekretär Schröder als Vertreter des Innenministeriums. Es geht um Anis Amri. Die Diskrepanz, Herr Schröder, die entsteht, weil Ihr Innenminister gesagt hat, in der entscheidenden Sitzung im Dezember nach dem Anschlag, die einzige Bundesbehörde, die er sich vorstellen könnte, die mit dem Fall zu tun hat, ist das BAMF. Jetzt wissen wir, dass der Bundesnachrichtendienst Chats mitgelesen hat. Und das wissen wir nicht von Ihnen, sondern das lesen wir in der Presse. Die Chronologie, die wir bekommen haben, war offensichtlich falsch. Und da gilt wie vor Gericht, ja, was unvollständig ist, ist falsch. Beim schwersten salafistischen Anschlag auf deutschem Boden müssen Sie uns zutreffend informieren. Das ist nicht passiert. Und deswegen frage ich Sie, wie konnte es denn passieren, dass der immer noch als Gefährder eingeschufte Amri, nicht der Sachverhalt Kalaschnikows irgendwo, sondern der Gefährder Amri, der seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hatte und zwischen Bundesländern her und her hingechinscht ist, dass der nicht vom BfV überwacht wurde, obwohl man die Zelle um Abu Walla hochgenommen hat Anfang November und wusste, er hängt an denen dran. Und wir haben diesen hochgefährlichen, psychisch labilen Typen da rumhängen, der sich selbst umbringen will. Das hat der Protokoll festgesagt. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz unternimmt nichts. Wie können Sie das erklären bei den schweren Folgen, die das hatte? Der Fall Amri war ein Fall, der von der Polizei in Nordrhein-Westfalen geführt wurde. Das war ein polizeilicher Fall. Und Anis Amri ist auch polizeilich observiert worden. Und dann sind die Polizeien, insbesondere das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, zu dem Ergebnis gekommen, dass Amri eben nicht gefährlich ist. Und das war die fatale Fehleinschätzung. Selbstverständlich hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz sehr stark am Beginn des gesamten Falles vor der polizeilichen Observation natürlich auch Einschätzung darüber, was Amri noch sonst unter Umständen für Verbindung haben könnte. Man hat dann ja auch entsprechende Nachfragen durchgeführt. Aber am Ende ist das Problem beim Fall Amri, dass es eben hier eine Fehleinschätzung der Landespolizei in Nordrhein-Westfalen gab. Und es ist nun mal so in unserer verfassungsrechtlichen Ordnung, dass wenn jemand als Kleinkrimineller eingestuft wird von einer Polizei,
dann kann nicht einfach ein Verfassungsschutzamt, ein Nachrichtendienst übernehmen und den dann weiter observieren. Es wundert mich schon, dass gerade die Grünen jetzt der Auffassung sind, dass die Kompetenzen und Möglichkeiten unserer Nachrichtendienste so massiv ausgeweitet werden sollten, dass selbst solche, die von den Polizeien als Kleinkriminelle eingeschätzt werden, dann plötzlich von den Nachrichtendiensten observiert werden. Dass das nun gerade von den Grünen kommt, verwundert mich. Das nächste Problem im Fall Amri ist, dass man eben versäumt hat, ihn wirklich in Abschiebehaft zu nehmen, obwohl es rechtlich möglich gewesen wäre. So, ich bitte alle Beteiligten, Fragesteller, wie natürlich auch Antwortenden, da mit der Zeit so umzugehen, wie wir es verabredet haben, so dass ich die letzten drei Fragen auch noch aufrufen kann. Der Kollege Krischer hat das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Auch wenn mir gerade bei der Antwort des Kollegen Schröder die Sprache vergangen ist, fast, was Sie hier ausführen, was meines Erachtens eine absurde Darstellung ist, möchte ich den Kollegen Pronold noch mal fragen zum Thema Tihange. Ich habe Sie so verstanden, für die Bundesregierung ist es keine missbräuchliche Wendung von Verwendung von Brennelementen und radioaktivem Material, wenn das in nach Ihrer Auffassung nicht sicheren, eindeutig nicht sicheren Reaktoren eingesetzt wird. Deshalb meine Nachfrage, sind Sie denn bereit, die Klage der Städteregion Aachen, 60 weiterer Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen und des Landes Rheinland-Pfalz zu unterstützen, damit hier klares Recht geschaffen wird, weil es geht ja unter anderem auch um diese Frage bei den Klagen. Also Herr Kollege Krischer, es wäre gut, wenn man nichts unterstellt. Und nochmal, wir haben ausführlich juristisch geprüft, ob auf Basis des Atomgesetzes diese Ausfuhr unterbleiben kann. Und es wäre unser Interesse gewesen, diese Ausfuhr zu untersagen, aber wir sind an Recht und Gesetz gebunden. Und deswegen war die Genehmigung zu erteilen. So ist es nun mal, auch wenn es einem politisch nicht passt. So, und außerdem hat die Bundesregierung, das habe ich vorher auch schon beantwortet, alles getan, um gegenüber Belgien hier deutlich zu machen, wie die Gefährdungslage hier ist und wie wir die einschätzen und wie wir das unterbinden. Ich habe Ihnen auch zugehört und es wäre ganz gut, wenn Sie das auch machen würden. So. Und deswegen sehen wir auch keine Notwendigkeit, eine Klage zu unterstützen, weil wir auf der Ebene, die eine Bundesregierung hat, alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um hier den berechtigten Sorgen der Bevölkerung in der Region Aachen und in ganz Deutschland Rechnung zu tragen. Die nächste Frage stellt der Kollege Mutlu. Danke, Frau Präsidentin. Meine Frage geht auch an Herrn Schröder vom Innenministerium. Ich bekomme in meiner Sprechstunde in letzter Zeit immer mehr Besuch von türkischstämmigen Berlinerinnen und Berlinern oder per E-Mail auch aus anderen Bundesländern, die sich darüber beklagen, dass bei türkischen Konsularbehörden ihnen die Pässe entzogen werden und damit ihre Reisefreiheit massiv eingeschränkt wird. Und in manchen Fällen, wo die Betroffenen dienstlich unterwegs sein müssen, ist es ein großes Problem. Wie möchte die Bundesregierung in diesem Zusammenhang den Betroffenen helfen, die aus welchen Gründen auch immer von Ankara die Verlängerung ihrer Pässe oder die Entzug ihrer Pässe befürchten müssen, sogar teilweise mit deutscher Amtshilfe in einem Fall hier in Berlin? Die Bundesrepublik Deutschland hat jedenfalls innenpolitisch keinen Einfluss darauf, inwieweit die türkische Regierung oder die türkischen Botschaften Pässe ihrer Staatsangehörigen einziehen. Das kann allenfalls auf dem diplomatischen Wege eingefordert werden. Ich weiß, dass das Auswärtige Amt ja auch in anderen Fällen mit der Regierung in Ankara in Kontakt ist und insbesondere auch die Thematik von Menschen anspricht, die türkische Staatsangehörige sind und hier in Deutschland leben. Und dieser Aspekt unterfällt natürlich auch dieser gesamten Problematik.
die wir zurzeit mit der türkischen Regierung haben. Und das wird selbstverständlich auch vom Auswärtigen Amt angesprochen. Insofern würde ich vorschlagen, dass gegebenenfalls das Auswärtige Amt noch ergänzen kann. Aber natürlich gibt es innenpolitisch für uns keine Handhabe gegenüber der türkischen Regierung, dafür zu sorgen, dass Pässe verlängert werden. Denn das sind ja türkische Staatsangehörige. Ja, ich sehe, dass Sie jetzt nicht befriedigt sind, aber wir müssen in der Fragestunde mit der letzten angemeldeten und zugelassenen Frage fortfahren. Der Kollege Ströble hat das Wort. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ich hätte eigentlich gerne eine Frage an den Ihren Kollegen Krings gestellt, warum er mir in der Fragestunde vom 15.02. auf eine Frage im Fall Amri die Unwahrheit gesagt hat. Leider geht das nicht, weil wir das im Geheimen erörtern müssen. Deshalb stelle ich jetzt an Sie eine Frage, Herr Staatssekretär Schröder. Ich frage Sie, wann wusste die Bundesregierung, was über die jetzt in mehreren Medien veröffentlichten Erkenntnisse aus einem Chatverkehr von Herrn Amri mit einer Telefonverbindung in Libyen und dort vermutlich mit einer Person im Kampfgebiet des IS, vermutlich mit einem IS-Angehörigen. Wann wusste die Bundesregierung davon? Und die Frage bezieht sich nicht nur auf das Ministerium, sondern auch die unterstellten Dienste, Bundesamt für Verfassungsschutz und BKA. Den Sicherheitsbehörden war ja bekannt, dass Amri solche Kontakte hatte. Gerade am Beginn der Gesamtthematik Amri, insbesondere natürlich auch den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden. Wann wer jetzt was genau wusste, das haben wir in der Chronologie aufgeführt. Die wird natürlich immer weiter fortgeführt, aber Sie werden verstehen, dass ich Ihnen jetzt hier aus dem Stegreif zu einem so speziellen Sachverhalt nicht ein ganz konkretes Datum nennen kann. Ja, man muss nicht Prophetin sein, um zu wissen, dass dieses Thema uns auch in diesem Format weiter beschäftigen wird. Gleichwohl beende ich jetzt die Regierungsbefragung und rufe auf den Tag.